Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um Multifunktion, Blatt! Und zwar, was krass ist, der E46. Wir wollen ja heute ein Tempomat nachrüsten und hier so ein paar andere Features wie hier für Radiosteuerung, das Skippen lauter, leiser. Also alles, was man über ein Multifunktionslenkrad steuern kann, möchten wir nachrüsten bei einem E46. Und das Krasse ist, bis auf ein paar Kabel liegt eigentlich alles schon im Fahrzeug bereit. Das heißt, man muss das nur irgendwie einmal aktiviert bekommen. Dazu habe ich für 50 Euro bei Kleinanzeigen habe ich das Ding hier gekauft, in der Hoffnung, dass das Ding nicht Schrott ist. Dann habe ich für 18 Euro bei Hubauer Shop habe ich einen Kabelsatz bestellt, den ich euch hier einmal zeige. Ich habe schon ausgepackt, um einmal zu kontrollieren, was da so drin ist. Und wie man das Ganze anschließt, das zeige ich euch jetzt. Das ist relativ einfach. By the way, der Corsa ist angemeldet, zugelassen, schön doppelseitiger Fahrzeugschein auf Flexmodus bei der Soko. Jetzt machen wir hier mal die Garage auf. Der E46, so wie ihr es sehen könnt, ist hier abgedeckt, hat folgenden Grund: der Wagen ist abgemeldet. Bedeutet, ich werde zwar das Feature heute einbauen, aber er steht offiziell zum Verkauf. Da gehen wir aber nachher drauf ein. Ich fahre ihn mal raus. Yellow Schätzchen steht jetzt hier schon ready. Ich bin nicht der Einzige oder der Erste, der diesen Umbau zeigt auf YouTube. Es gibt sicherlich komplett detaillierte Videos. Deswegen werde ich das jetzt nicht ganz so, dass das wie so ein Tutorial-Video wirkt. Wir schauen erstmal, wie der Kabelsatz aufgebaut ist. Was ihr dafür braucht, ist natürlich ein bisschen Werkzeug. Am besten unvollständigen Werkzeugkasten mit einer Ergänzung. Bisschen Kabelbinder, Kreuzschraubenzieher, Schlitz, Zange, das Ding. Am besten mal bei eBay Multifunktion E46 eingeben. Dann kriegt man hier diese Spangen relativ billig. Und ja, hier ist der Kabelsatz. Kurz mal, das sieht wilder aus als es ist. Aber es ist nicht wirklich, hier mehr als das hier. Und zwar haben wir einmal drei Kabel, die gehen oben ins Lenkrad. Hier am Lichtschalter Strom. Und der blaue, geht hier nach vorne in den Sicherungskasten. So, das ist alles. Diese Stecker brauchen wir dann, um uns dann gleich an Strom ranzuhängen. Ist auch schon hier vorbereitet mitgegeben. Bevor wir am E46 mit Airbag, Lenkrad und so hantieren, klemmen wir gleich die Batterie einmal ab und bauen folgende Sachen aus. Und zwar einmal hier Airbag, dann natürlich hier die Spange, die Lichteinheit, das ist hier mit einer Schraube fest, und dieser Kasten hier, der wird auch ausgebaut. Und entfernen den Sicherungskastendeckel. So, das sind jetzt erstmal die Sachen, die wir machen. Ich würde sagen, let's go. Wo ist denn der Daumen? Hier bin ich. Zeitraffer waren jetzt so 22 Sekunden, in Realtime, 10 Minuten. Also 10 Minuten hat der ganze Bums gedauert, um das hier so vorzubereiten. Man muss einmal, also ich habe jetzt hier, das hier nehmen die meisten ab, aber wir brauchen eigentlich nur diesen Kanalweg, und da komme ich auch so dran, also entferne ich dieses Leder jetzt nicht. Wäre jetzt aber auch kein Ding, das ist mit so vier so Nasen drin. Das untere ab, hier diese Zierleiste ab, damit man hier die Schraube lösen kann. Das ziehen wir raus.
Die Spange muss ich abmachen, damit ich das umbauen kann. Und zwar brauche ich ja vom Design her das hier und oben das hier. So, und wir müssen hier an den Stecker drankommen. So, als allererstes geht das hier raus. So, das zieht ihr mal schön so ein bisschen heraus. Und dann lösen wir das Ganze hier einmal. So, und zwar müssen wir hier das hier aufwickeln. Das habe ich jetzt einmal off-cam gemacht. Also aufwickeln, dass wir dran kommen. Und dann brauchen wir genau die zwei Kandidaten, die wir auch hier in dem Kabelstrang dabei haben. Und zwar ist es einmal violett-gelb und einmal das rot-weiße. Hier einmal das rot-weiß. Ja, hier sind noch gelbe Punkte drauf und das violett-gelbe. Und wir müssen jetzt quasi das hier da anhängen. Das heißt, wir cutten die. Dann machen wir zwei Enden. Hier ist es schon vorbereitet. Und dann muss man nur darauf achten, dass man die richtige Farbe zusammenklickt. Und ich bereite das einmal vor, dann zeige ich euch das, wie das dann aussieht, bevor wir es einstecken. Also vom Prinzip her haben wir hier die zwei, die durch Stecker quasi überbrückt werden, dass die nach wie vor den ganz normalen Verlauf haben wie normal. Und dann an unseren neuen Kabelbaum hier dran. Das Ganze fummeln wir jetzt hier durch und das blaue Kabel hier vorne, seht ihr diese weiße Schale, genau wo mein Finger hin zeigt, ist so ein Schlitz und da frickel ich jetzt den blauen durch. Der kommt dann hier vorne raus, hier könnt ihr sehen, durch den Schlitz und der wird eingepinnt in den zweiten Stecker vom Steuergerät und zwar in den hier. Wir Stecker 1 rausmachen, damit wir Stecker 2 rausmachen können. So, und die holen wir jetzt einmal das so raus, dass wir an 27 dran kommen. Und das ist der schwarze von den beiden. Den könnt ihr hier einfach herausschieben. Also wenn wir den rausholen, sieht es so aus. Und hier sind Nummern drauf. Also wir haben hier einmal die Nummer 21. Oben haben wir die 30. Wie man auch gut erkennen kann, ist 27 auch nicht belegt hier. Und da kommt das blaue Kabel erstmal rein jetzt. Und das könnt ihr einfach, hier seht ihr die Nasen. Und so eine haben wir auch hier dran. An den hier. Und den müssen wir einfach hier reinpinnen. So vom Prinzip her. Ich versuche das jetzt hier mal mit einer Hand zu zeigen. So seht ihr, setzt er sich da. So. Der ist jetzt an 27 eingepinnt. Anschließend alle Stecker wieder rein. Und dann schließt man den Sicherungskasten natürlich direkt wieder. Das habe ich jetzt hier einmal mit Kabelbinder schön hier oben abgeschnürt, dass es auch alles beisammen bleibt. Und dann, ja, okay, das war jetzt dämlich. Der hätte normalerweise hier oben durchgemusst. Also das Ding hier. Es sind hier diese drei Kabel, die könnt ihr am originalen, hier sind solche Clips, da gehen die ganzen Kabel, der ganze Kabelbaum vom Lenkrad geht da durch. Ich zeige euch das mal hier, kurz an einem hier, Moment. So, macht ihr auf und dann legt ihr das ganz normal da rein. Hier, das ist unser Kabel und da, hier ist diese Klappe. Davon gibt es 1, 2, 3, dann legt ihr das ganz normal rein, fummelt das hier durch und dann kommt es hier unten raus. Und das brauchen wir gleich für den Stecker, das zeige ich euch. Aber zuerst mal muss ich das hier korrigieren. What are you doing? So, das habe ich jetzt hier schon mal auf meine Spange umgebaut. Das hier ist das, was überbleibt. Das kann man bestimmt noch verkaufen. 10 Euro, yalla bei. Und hier vorne, hier gehen wir dran und holen uns diesen Stecker hier raus. Und der ist hier gesichert. Ah, ist das Ding hier rausgegangen. Aber der klickt trotzdem später hier rein. Also ihr müsst diesen hier, das Ding natürlich ohne kaputt zu machen, hochdrücken nur. Nicht zu weit, sonst bricht es direkt ab. Aber ich denke, ich kann das gleich wieder reinklicken. So, und dann haben wir genau drei Fächer frei. So, die Reihenfolge, die habe ich mir anhand der anderen Videos geholt, weil ich habe ja eigentlich keinen Plan.
in welcher Reihenfolge was reingeklickt wird. Also ganz links lila, gelb, Mitte rot-weiß und rechts blau. In der Reihenfolge wird das Ganze hier reingeklickt und dann anschließend wieder hier reingesemmelt. So. Warte mal. Ja. Anschließend hier wieder rein. So. Das ist auch fertig. Natürlich hier draufklicken, dass hier dieses Kabel kommt rechts reingesteckt. Und zwar hier in das Fach. Es passt auch nur in dieses Fach. Ist da drinne. Anschließend den Airbag wieder drauf. So, und dann hier oben die Sicherung wieder runter. Und das Ganze hier vorne auch. Zack. Airbag einmal drauf. So, der ist auch drinne. So, bevor ich das zusammenbaue, stecke ich die Batterie jetzt einmal an und dann gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. So, ich bin echt gespannt. Also ihr seht's, Tempomat an, aus. Jetzt machen wir mal lauter und leiser. Wir skippen mal. Skippen. Das funktioniert auch. Und wieder zurück. Ja. Ja, man sieht es schlecht, aber ich habe jetzt Licht angeschaltet. Wenn ich es jetzt so mache. Tasten leuchten. Es funktioniert alles tadellos. Es sieht auch geil aus. Viel, viel geiler als vorher ohne diese Spange. Und ich baue das alles einmal zusammen und dann sprechen wir uns nochmal. Let's go! So, kleines Fazit. Es ist wirklich von der Schwierigkeitsstufe so irgendwo im Mittelmaß. Also wenn man sich jetzt wirklich 2, 3 Videos dazu gönnt, dann weiß man auch, welche Belegung wo reinkommt, welche Kabel. Ich hatte nicht mal einen Plan. Ich habe einfach nur Videos geguckt und habe das dann umgesetzt. Ich würde schätzen, wenn man das so zügig macht, halbe Stunde, wenn man es ganz auf entspannt macht, eine Stunde und das Ding ist drinne. Ich finde vom Ergebnis her kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Multifunktion, alles funktioniert. Richtig geil. Man kann hier das Radio steuern, wir haben ein Tempomat. Und das ist echt eine coole Sache. Für so wenig Geld, ich habe jetzt bezahlt 72 Euro. Ungefähr für diese Spange plus diesen Kabelsatz. Komm, für den Real Talk machen wir hier noch mal unseren Sternenhimmel an. Also, wenn ihr sowas vorhabt, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein paar Tipps geben. Wenn ihr so ein Fahrzeug nicht fährt und ihr habt einfach dieses Video spaßhalber geguckt, dann hoffe ich, ich habe euch ein bisschen Entertainment geliefert. Würde mich freuen, wenn ihr an der Stelle einen Daumen da lässt. Den Kanal hier abonniert, Road to 10K, und kommentiert mal, wie findet ihr das Feature im Preis-Leistungs-Verhältnis für etwas über 70, 80 Euro, wenn man ein bisschen sucht, auf Kleinanzeigen so eine Spange findet. Finde ich echt mega. Und ich war echt, als ich das gehört habe, dass diese Features quasi so leicht umzubauen sind, ist ein Must-Have für alle Leute, die so einen Wagen fahren, ohne das. Definitiv. Jetzt ist es so, der E46 steht zum Verkauf. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu Kleinanzeigen. Ich rufe für dieses Fahrzeug in circa 3.500 Euro auf. Aus dem Grunde, da er technisch einwandfrei ist. Also er fährt, lenkt, bremst, schaltet und hat 2 Jahre TÜV. Wir haben unten keine Korrosion. Nichts ist durch, alle Schweller sind sauber. Und jetzt hier mit diesen Features finde ich ihn auch wirklich schick. Ein schöner Daily, der ein nicht so schönes Lackkleid hat. Obwohl auf den Bildern und Videos echt super aussieht, sieht er in real nicht ganz so toll aus. Wenn ihr an diesem Fahrzeug trotzdem interessiert seid und ihr sucht einen zuverlässigen Daily, weil er springt wirklich so
super an und läuft sehr, sehr ruhig, seidenweich. Der Motor, trotz 290.000 Kilometer, Bombenmotorlauf, muss ich sagen. Digga, hier ist irgendwas. Was ist das für ein Drecksvieh? Der Fliege. Komm, verpiss dich! Joram! Falls ihr da Interesse habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Heute ist Dienstag. Ihr werdet dieses Video wahrscheinlich am Wochenende sehen. Und ich befinde mich ab Donnerstag im Urlaub. Werde noch ein Video vorproduzieren, dass ich für nächste Woche auch Stuff habt. Falls ihr Videos rund um meinen Aufenthalt in der Türkei, also sprich Urlaub, sehen möchtet, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich weiß auch, vielleicht lade ich es auch auf meinen Zweitkanal hoch. Der Zweitkanal heißt Nur Stress, ja. Unten ist Link zum zweiten Kanal. Den werde ich bald beleben. Boah, Digga, es kommen so viele Sachen. Ich habe so viel geplant. Also, Freunde, bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Hinterhof Jargon. Peace, me, see in your face. Do 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 do